Mission, neues Glück, hallihallo! Hi, Gudemi! Jo, und heute sind wir wieder zu dritt und wir haben beschlossen, wir machen den Merkur unsicher. Genau. Genau, Aufgabe ist es nämlich hier diese Schlüsselpunkte freizuschalten und damit wir die restlichen Planeten freikriegen. Übrigens habe ich mein Schiff neu anlackiert, das will ich mal kurz herzeigen. Passend natürlich zu meinem Warsuit schön in Rot-Gelb. Schöne Scheiße. Genau. So, dann auf zum Merkur. Ilion. Was ist das? Mobile Vernichtung. Was ist denn das schon wieder? Mhm. Mobile Verteidigung. Verteidigung. Oder? Verteidigung, nur schlimmer. Man fühlt sich mal von der Umlackierung nicht. Außen? Ja. Rot ist er. Rot-Gelb. Hab ich's nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Doch, alle von euch, der was die meisten Lebenspunkte und Ding hat, Schildpunkte, nimmt das Ding hier unten auf. Warte mal, wer ist das? Wie viel hab ich? Ich hab 142 Leben und 240 Schild. Du hast viel mehr Schild als ich. Ich hab 160 Schild und 180 Leben. Dann heb du das Ding auf, weil du hast da keine Primärwaffe, du hast dann nur eine Sekundärwaffe, bis du das Ding einbaust an einen Server oder was, und dann müssen wir halt dort eine Weile warten, bis sie sich gehackt hat. Aha. Ah, ich kann mein Schwert auch nicht benutzen, oder? Nein, was? Doch, das Schwert kannst du benutzen. Oh, der Thomas hat auch eine Krache. Mhm, hab ich mir gebaut. Aber das ist dieselbe Waffe, die du auch hast, also diese Bartenwaffe. Ja, die Standard-Anfangswaffen. Genau. Aber ich habe ja übrigens, gebaut. Der Thomas hat sich einen Warsuit angebaut. Schaut euch den einmal an. Bleib einmal ruhig stehen, du Pfeifen. Mhm. Und Thomas ist ein neuer Warsuit. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie du mehr wie einen Warframe haben kannst. Du musst ihn nur vorher bauen. Mhm. Also, wir hätten einfach nur ein bisschen vorher rausspülen müssen. Dann hätten wir einen neuen Warsuit kaufen können und das Ganze aufnehmen. Aber ja, so sieht es wenigstens from first day. So, gehen wir auf. Wir müssen in die andere Richtung, aber egal. Ich mach da nichts. Erstmal gucken, was hier so ist. Genau. Da ist einer. Schnitzel. Yeah, Stufe aufgestiegen. Geht's. Wuhu. Was? Da blinkt da noch was. Au! Sorry. Warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? War das durch mich? Ich hab keine Ahnung. Nein, leicht nur rot. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Warum leicht die rot? Ich hab keine Ahnung. Was hat dein Warframe oder was hast du in deinen Warframe für Mods reingemacht, Daniel? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Okay. Kann nämlich sein, dass du irgendeinen Boost aktiviert hast durch deinen Warframe, von dem du gar nichts weißt. Ich hab eigentlich gerade nur diese Sprungattacke mit dem Schwert dann gemacht. Und deswegen hab ich rot geleuchtet, oder was? Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall neu. Aber jetzt andere Schwerter. Okay. Ja, es kann sein, dass sie irgendeinen Status aktiviert haben jetzt. Mhm. War auf jeden Fall cool. Und noch einen Nahkampf, komm schon. Yeah. Lass mich aber schnitzeln. Niemals. Ich geh mal nach oben. Mhm, ich folge dir unauffällig. Ich liebe diese Cleave einfach nur. Was hast denn du da für einen Stab, Alter? Was hast denn du da für einen Stab? Wir haben mir gebaut, wie jetzt, das ist die. Keine Ahnung, wie es jetzt genau heißt. So ein Cheater, hä? Kostet aber, glaube ich, 25.000 Credits zum Bauen nur. Also für den Blueprint. Mhm. Ja, das geht ja eigentlich voll. Mhm. Ich glaube, meine Schwerter haben auch so viel gekostet. Ja, ich finde das war aber cool, dass du wenigstens für einen Großteil der Waffen Blueprints gibt's, dass du das selber bauen kannst. Mhm. Bin wieder mal nur am Nachlaufen. Erfahrungspunkte! Hoppala! Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Irgendwas lebt da noch. Ah, da drüben ist ja die Ratte. So, wo muss denn ich da hin? Da gerade Fury, oder? Ja.
Erfahrungspunkte! Erfahrungspunkte! Oh, hier müssen wir eine Konsole activaten, Bitch. Hackschnitzel! Daniel, Alter, Sascha, der Hacker. Ich hab gesehen, der Daniel ist ein richtig guter Hacker, der kann das echt gut mit den Leertasten. Okay. Hab ich in seinem Video gesehen. Ah ja. Ah, da hinten sind noch Kiste. Muss einfach nur die Leertaste spammen. Ja, ich versuch's immer rechts, genau zum richtigen Zeitpunkt zum Drucken. Ist gar nicht so schlecht, weil in den schwierigeren Missionen sind da nicht drei, sondern schon fünf bzw. sechs der Dinge, die du aktivieren musst. Okay. Und du kannst sie auch wieder deaktivieren, wenn du zur falschen Zeit drauf drückst. Ja, das ist bei denen ja auch schon so. Ja, aber bei drei ist es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Kommt der Aufzug fahren? Wir sind beim anderen Aufzug drüben. Unfair. Mhm. Wir haben den coolen Aufzug genommen. Ja, dann nehme ich den Noob-Aufzug, ist mir egal. Komm ich auch hoch. Hallo! Alter, bin jetzt yeah, Stealth-Kill! Ja, kommt her! Ah, hast du jetzt keinen Bogen mehr, Thomas? Doch, aber ich will die Waffe leveln ein bisschen. Ach so. So, wer hat das Segment? Ich. Aha. Oh, das ist noch Gegner. Boah, was war das jetzt? Das war meine Fähigkeit. Das hat ausgehört, wie wir jetzt von mir kommen. Nein, ich bin ja nicht bei dir gewesen, ich bin mit dem Daniel gewesen. Nö, ich war gerade alleine. Erfahrungspunkte! Ich war gerade noch allein gewesen, Sascha. Okay, nein, ich bin eigentlich hinter dir gewesen. Okay. Oh, Sau. Wir spawnen jetzt hier unendlich, also. Ja, cool. Ich mach's gleich. Schnetzeln! Wo muss ich da hin? Da ist das erste irgendwo. Oben. Da. Mats. Ein Chiffre-System. Abriegelung. Na, heb auf. Geht nix. Ich muss das Ding nur aktivieren. Hacken. Oder rennen. Ja, rennen. Ich kann nicht. Also nicht mehr. Was haben wir vorhin? Warte mal, ich geh nicht mehr. Ah, jetzt geht's. Ja, sucht sich eine Seite aus, alles was kommt, weghauen. Hab ich jetzt meine Primärwaffen wieder? Yeah! Ja. Du hast die ganze Zeit, du kannst sie nicht verwenden, solange du das Ding tragst. Ja, meine, ob ich es wieder benutzen kann. Oh, hier ist ein Durchbruch-Mod. Ein was? 20% mehr Nahkampf schon. Oh, vielleicht wieder mit darauf achten, dass ich nicht mehr im High-Level-Charger herum bin. War vielleicht nicht von schlechten Eltern, ja? 14 Live nur mehr gehabt gerade. Puh! Ich geh zur anderen Konsole um. Mhm, wir müssen eher weiter. Hast du das Ding aufgenommen? Ja, klar. So, Daniel, kommst du mit? Ja, oder? Der war noch ein Feind. Ja, lass ihn laufen. Erfahrungspunkte! Oh yeah, ich komme. Das ist eigentlich ein gutes Warnsignal mittlerweile, dass jeder weiß, hey cool, da gibt's was. Ja. Für die Mods müssen wir uns dann auch noch was überlegen, wenn wir dann die Überlebensmissionen spielen. Mhm. Mhm.
Heads up, a Grineer Assault Team is headed your way. A Grineer Assault Team ist auf unserem Weg, ne Mahlzeit. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. Jo, ich geh schon auf. Du schierst auf wie du Saubacke. Komm her, du Sauhund. Ui, da ist ein Koordinat, ein Nav-Koordinaten. Oh. Da vorne bei mir. Da müssen wir uns auch irgendwelche Richtungsankommen überlegen, weil. Hier ist immer ganz gut, ne? Da wo die ganzen Gegner sind. Also ich finde da nichts. Ja, dann hast du es vielleicht schon aufgehoben. Oh, Granate! Granate! Holy Grenade! Danke, Thomas, Daniel. Bitte. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen, ha? Yeah, level up! Mod hier bei mir. Wow! Ich hab gerade zwei mit einem Schuss getroffen. Sehr cool. Mein höchstes war bis jetzt 4. Okay. Aber nur weil der Durchschlag so wenig war, es wäre nämlich 6 ausgegangen. So, ich komme mal zu da, zu euch auf, bitte. Na, hast du da gerade den Gedanken gehabt? Mhm. All data logs indicate that there is an Awoken artifact somewhere here. Get to it now, defend it, and then we can leave. Wer hat's? Warte, ich hol's gleich. Nein, ich bin da, das ist aber nichts da. Also ich hab's nicht. Ich hab's auch nicht. Werden wir schon beide haben was, vielleicht. Ja, wir haben ja beide. Wir müssen ja nur mehr dazu gehen. Wer geht um? Ja, mach ich. 3, 2, 1. Artifact found. Defend it until the extraction team arrives. Was für ein Artefakt, wow. Wow. This will take a moment. Ja, wir sind jetzt tot. Super, und ich muss nachladen. Fick die Wand an! Oh, ich habe nur noch 19 Pfeile. Ah, jetzt habe ich wieder 39. So gefällt mir das doch. Ich gehe dann auf Nahkampf. Hier ist Vitalitätsmod. Hier oben bei mir. Ja, bei mir ist auch ein Mod. Ich weiß, ich habe jetzt aber nicht gesehen, wie keiner. Hä, wo, Thomas? Ich sehe. Ach, da. Und hier ist noch einer. Das ist ein goldener Mod hier. Boah, der leuchtet sogar. Stromlinie. Achso, das ist ja nur eine Leiche. So, wo müssen wir aussehen? Da drüben. Da gehen wir. Ja. Wir spawnen jetzt unendlich da. Hier ist noch was bei mir. Heldenmut. Oh. Komm schon. Aber ich glaube, Sascha, den hast du schon, bis du gestanden bist. Na, hab ich noch nicht. Ne, hab ich gerade gekillt. Ah, oh, okay. Gratis-Mod sage ich nie nein.
Achso, das sind solche Trommeln, sind das jetzt, weiß ich auch, wie ausschauen die Mods. Oh, falsche Richtung. Hier ist denn auf mich? Wo? Da leben noch welche. Ja, die spawnen da unendlich, bis wir draußen sind. Mehr voll EP farmen. Ja, hier noch nicht. Glaub mir, hier noch nicht. Okay. Ich bin down. Hilf dir! Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gib der Deckung. Sehr gut. Dankeschön für das neue Leben. Ich werde es nicht vergeuden. Juhu! Ja. Enos Goon. Nein. Ah, lang. Der gar nichts. So, bei mir. Boah, du Sauhund, du. Der Deckung kommt raus. Tötung mit Stil, hey. Love Coordinator. Wo? Oh, da. Sehr gut. Da im Dunkel durch. Daniel. Ah, bist du da. Bin noch da. Nein! Du hast es geschafft! Yeah! Genial! Häng fest! Jetzt bin ich runtergefallen. Was war das denn? Okay. Eigenartig. Sehr gut. Oh ja, so schlecht war ich nicht für das, dass ich die ganze Zeit mit dem Scheißding umeinander gerannt bin. Ich hätte es ja gerne auch genommen, weil ich hätte meinen normalen Warframe nehmen müssen und dann wäre es langweilig gewesen. Ja, passt schon. Na gut, dann verabschiede mich ich schon einmal. Bis zum nächsten Mal. Jo, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao.